Herzlich willkommen zurück zu Marvels mit einer Zanz mit Aresu. Ich bin Aresu und wir sind im Kampf gegen Sin. Und ihre Vasallen. Ja. Der da ist auf jeden Fall nervig, weil das wieder ein richtiger Gegner ist. Aber wir benutzen erstmal unsere schnelle Klaue hier. Und danach die andere schnelle Klaue. Nicht schlecht. Nicht toll, aber auch nicht schlecht. Jetzt haben wir unseren Blutdurst. Blutdurst ist gut. Denk dran, wer angefangen hat. So, dann. So. Der ist auch weg. Muss so stolz sein. Mit der heiligen Flamme können wir das da kaputt machen. Das hier hinten leider nicht direkt. Okay, wir packen Charme weg. Der Blitz des Baltak ist ziemlich gut. Wir haben noch drei Aktionen. Wenn wir zwei benutzen, dann kommen hier wieder Leute raus. Okay, aber wir machen das. Macht euch bereit. Das sah nicht mal aus, als wäre es ein Volltreffer gewesen. Ah. Nervig. Okay, wir haben auch noch unser Manöver. Das ist ja dann auch noch ganz gut, ne? So, du bist für eine Runde draußen. Geh zurück zu deiner Mutter. Aber eben wirklich nur für die eine Runde. Deswegen haben wir eine neue Folge angefangen. Ja. Und da können wir ein bisschen Schaden machen, ja. Doktor. Ja, ich meine, wir verschwenden einiges an Heldenmut jetzt, aber... Der da hinten greift Hand an, was nicht wirklich ein Problem ist. Und wir benutzen die Klaue für den. Lass dir das von mir eine Lehre sein. Okay, und das war's. Ja, wir haben unsere Resistenz, wir haben unser Blocken. Die kommen da nicht wirklich so gut durch. Hi Sin, wie geht's? Alles wieder gut? Alles läuft nach Plan. Okay, wir können den Schattenschlag hier benutzen und zwar dreimal auf Sin, um dreimal Blutung zu bringen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Ja, dreimal Blutung. Sehr gut. Und jetzt ziehen wir die Aufmerksamkeit auf Hunter. Das war wirklich Hammer. Und da haben wir unser Halsband wieder. Das ist auch schön. Die Axt ist auch nicht schlecht. Damit können wir den direkt ausschalten. Wir haben aber nur noch die eine Aktion. Aber wir haben noch das Manöver. Und wir haben... Ja, okay. Wir können die Axt auch hierfür benutzen. Was ist wichtiger? Ich meine, der Himalisk wird sowieso ausgetauscht, wenn wir das machen. Also... Du hast den Zorn eines...
So, wunderbar. Nicht so wunderbar. Okay, die beiden greifen Hunter an. Das ist kein so großes Problem. Ich warte schon. Und zack. Und wir können trotzdem einen hiervon noch schubsen, ne? Die Frage ist, wen? Können wir den mit... Nee. Ich dachte, dass ich ihn eventuell noch mal einen Sinn schubsen könnte, aber wäre ein bisschen zu schön gewesen, ne? Dann werfen wir Charme noch weg. Nochmal die Axt, sehr schön. Diese Welt hat eine... Oh, verdammt. Sie hat das... sie kümmert sich nicht mehr um das Limit mit einem Himalisten, wie es aussieht. Erwarten Verstärkung. Ja. Zwei Himalisten gefällt mir nicht so. Wir haben den Morgenstern, das ist nicht schlecht. Oh ja, das ist... Okay, wir benutzen den Morgenstern für Sinn. Den Segen der Vishanti könnten wir hier auch nochmal benutzen. Das Wichtige ist nur, dass wir den Dampf von Vaito am Ende noch haben. Hallo. Die Axt ist eventuell doch besser. Moment, wir können die Winde noch benutzen. Zack. Moment, vielleicht ist es andersrum besser. So, und... Ah, Moment, aber dann kann ich niemanden damit ausschalten. Okay, wir benutzen unser Manöver mal tatsächlich, um uns umher zu bewegen. Wir haben nur noch zwei Aktionen. Achso ja, Winde von Vatum kostet mich ja keine Aktion. Das war ja die Idee. Sehr schön. Wir provozieren damit ein klein bisschen. Offensichtlich haben sie ihre Meinung nicht geändert. Wir benutzen unsere Axt. Overkill bei einem Boss. Nicht schlecht. Ist es ein fantastisches Spektakel. Moment, muss ich die anderen... Ich muss die anderen Gegner nicht mal besiegen? Oh, da war ein Wilhelmsschrei, oder? Ich nehme das. Ihre Prototypprobe? In der Tat. Und jetzt zerstöre ich das Sonnenlichtserum. Aber nicht alles ist hier. Nicht wahr? Natürlich nicht. Wir haben Massen hergestellt. Alles wurde abtransportiert, bevor ihr kamt. Dies ist die letzte Charge. Eine Reserve. Ich bin ein Wolf in der Nacht. Das Gekläffe eines Köters macht mir gar nichts aus. Wohin hast du das Serum gebracht? Vorsicht, kleiner Köter. Du willst doch nicht um dich schlagen und die, die du liebst, beißen. Sag's mir! Wohin wohl, du erbärmliche Fälschung? Es ist beim Herrn der Vampire. Du weißt nicht, was du getan hast. Oh, durchaus.
Dracula, mein Meister, hat genug Sonnenlichtserum für eine ganze Armee. Und er ist unaufhaltsam. Ich meine, dass wir auf Dracula angespielt haben, war klar, aber dass wir tatsächlich mit Dracula zu tun bekommen, ich hätte nicht damit gerechnet. Ich dachte, er würde im Hintergrund bleiben dann. Okay, 158 Credits, nicht genug. Gamma Helix selten, 128 Gloss, 20 Helden Tatsicens. Ja. Schon ziemlich cool. Ich habe mich am Ende jetzt eben darauf vorbereitet, dass ich dort mit Dr. Strange eben nochmal die Rache abbekomme und mich dann eben verberge, sodass die ganzen Angriffe ins Leere gehen. Dann hätte ich im nächsten Zug eben aufgeräumt. Hätte ich vorher gewusst, dass ich wirklich nur sie besiegen muss und nicht danach aufräumen muss, dann ja, hätte ich mich vorher schon drauf konzentriert. Aber die Angriffe am Ende sind schon verdammt stark geworden, ne? Durch das U-Buch der Vishanti und Segen der Vishanti. Und dann eben die volle Heldentat dort. Daher voller Heldenmut. Gut. Forschungsfortschritt, Blutrausch. Ich wusste nicht, dass wir das haben, aber es ist gut, dass wir damit jetzt gearbeitet haben, ne? Hey Hunter, Mobius war in Richtung Hunters Folly unterwegs. Er sah gequält aus. Kannst du dafür sorgen, dass er nicht die Kontrolle verliert? Wenn ich das mache, gibt es Tote. Okay. Dann kümmern wir uns darum. Oh, da oben haben wir eine seltene Truhe. Und 39 Credits, Schildagent-Palette, Blackout-Palette, episch, Stahlwind-Palette, selten für Captain Marvel, Nico und ich habe vergessen, für der das letzte dort war. Okay, auf zu Hunters Folly. Ich hätte jetzt gerne meine Ruhe. Tut mir leid, geht nicht. Oh! Zauberlos. Wir dürfen uns nicht mehr so treffen. Und Pauling. Ich kam extra hierher, um allein zu sein. Sicher, dass es gerade eine gute Idee ist, allein zu sein? Blade hat dich geschickt, um nach mir zu sehen, nicht wahr? Ja. Wollte bestimmt nicht selbst kommen, weil es nur im Kampf geendet wäre. Irrt er sich? Natürlich nicht. Ich kann aber auch nicht versprechen, dass es zwischen uns beiden friedlich bleibt. Ja. Also, irgendwas wurde hier, war hier merkwürdig. Ich nehme an, dass die Betonung sollte auf uns beiden friedlich bleibt. Also, ich kann aber auch nicht versprechen, dass es zwischen uns beiden friedlich bleibt. Oder es sollte bedeuten, natürlich. Er irrt sich natürlich. Nee, aber ich bin darauf vorbereitet. Ich will das nicht. Das könnte dir gut tun. Ich will nicht kämpfen. Ich bin gekommen, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ja, wir sind über die Harmonischen. Das ist zu gütig. Ich verdiene keine Gnade. Darum geht es ja bei Gnade. Sie haben meine Arbeit gestohlen. Haben sie für ihre eigenen Zwecke missbraucht. Da ist eine Armee an Vampiren, die bereit ist, über die Welt herzufallen. Und sie sind alle immun gegen Sonnenlicht. Dank mir. Du hättest nicht wissen können, dass Dracula deine Probe in die Hände bekommt. Nein, aber ich hätte vorhersehen können, dass er sie will und danach suchen wird. Wir kriegen das hin. Gemeinsam. Du hast recht. Es bringt nichts, sich in Selbstmitleid zu suhlen. Wir müssen handeln. Oh, und Hunter. Sorry. Mein Verhalten heute Abend war inakzeptabel. Ich wünschte, du hättest mich nicht so sehen müssen. Ich finde es seltsam, dass sie das Sorry nicht übersetzt haben. Ich meine, bei den Jüngeren klar, aber ich vergebe dir, dass es nicht nochmal passiert, das war gar nichts. Meine Mutter hat sich gegen mich gewendet und eine Armee um sich versammelt. Ich kenne Verrat. Du musst dich nicht entschuldigen. Zu gütig. Ich bin froh, dass du gekommen bist und nicht Blade.
Ich würde gerne in Ruhe darüber reflektieren, worüber wir gesprochen haben. Oder brauchst du noch etwas? Ich lass dich in Ruhe. Genieß die Ruhe. Ich bleibe und grüble weiter. Bisschen seltsam, dass man dort die Option hatte. Also, nee, also, dass man was auswählen musste, obwohl man eben keine Option hatte. Du schaust schon wieder nach mir? Ja. Mach dir keine Sorgen, Hunter. Ich will nur Infos. Im Gegenteil. Ich würde gerne mehr über deine Arbeit an diesem Serum erfahren. Dann schieß mal los. Okay. Ja, was ist deine Geschichte mit Sen? Erzähl uns mal. Wieso arbeitet sie mit Dracula? Warum haben wir noch keine Infos über... Okay, sie wird Dracula wahrscheinlich kennen. Obwohl, wie alt ist Dracula? Um die 500, nehme ich an. 500 bis 1000 oder so. Auf jeden Fall sollte sie ihn kennen. Wie gut kennst du Sen? Sie machte mir vor nicht allzu langer Zeit ein Angebot, meine Forschung zu finanzieren. Dass sie mich trotz meines einsiedlerischen Lebensstils aufgespürt hatte, legte mir nahe, dass sie über beträchtliche Ressourcen und Kontakte verfügt. Hätte ich gewusst, dass einer dieser Kontakte Dracula ist, hätte ich das Angebot nie angenommen. Gut, was dein Hass für Sin angeht. Deine Verachtung für Sin wirkt persönlich. Was hat es damit auf sich? Sie hat mich manipuliert. Ich hatte gehofft, mit dem Serum ein Heilmittel herzustellen, doch Sin hat meine Arbeit im Auftrag von Hydra gestohlen. Hoppala. Das war nicht, was ich wollte. Okay, mit Escape können wir überspringen. Sin arbeitet mit Hydra. Was ist ihre Verbindung zu Dracula? Das ist mir auch ein Rätsel. Sin will gerne bestimmen, fühlt sich allerdings auch zu mächtigen Männern hingezogen. Dracula wird glauben, dass er sie zu seinen eigenen Gunsten manipuliert. Und Sin wird das Gleiche denken. Gut. Ich lass dich lieber in Ruhe. Ich bleibe und grüble weiter. Ich muss mal ein bisschen drauf achten. Bei ihm hier fällt es mir gerade sehr auf. Vielleicht liegt das an der doch etwas helleren Hautfarbe. Aber vielleicht macht er auch einfach den Mund mehr auf als andere. Bei ihm fällt mir die Zunge die ganze Zeit auf, während er spricht. Ist diese Truhe dazu? Nee. Ja, generell keine Truhen geradezu. Aber Leute, mit denen wir... Nee, keinen abhängen, aber wir können mit Leuten reden. Vielleicht sollten wir ihm auch ein Kompliment machen, aber... Warten wir noch ab. Ich meine, wir haben wie lange? 3 Tage noch? Ach, zählt immer noch als 4 Tage, okay. Wir. Du hast mehr Erfahrung mit Morbius als ich. Ich dachte, du hättest bereits einen Notfallplan. Habe ich. Aber mit deiner Hilfe kann er noch besser werden. Blade, auf dem Abteigelände wimmeln es förmlich von Schutzrunen und Beschwörungen. Da brauchen wir uns um unsere Sicherheit nicht sorgen. Fürs Erste sollten wir Morbius vertrauen. Er braucht unsere Unterstützung, nicht unseren Unmut. Oh, das ist nett. Was du willst. Ich werde jedenfalls einen Pflock unter mein Kissen legen. Tust du das nicht immer? Ja, und zwar wegen solcher Monster wie Morbius. Ich glaube langsam, Blade muss seine Fehler wieder gut machen, sonst hat er hier nichts zu suchen. Ich glaube langsam, Blade hat ein paar Probleme mit dem guten Doktor. Nicht mit dem guten Doktor. Wie lief es mit Morbius? Wird er zum Problem? Immer langsam, Blade. Er hatte einen schlechten Tag. Der Kerl ist eine wandelnde Bombe. Die Lunte mag noch nicht brennen, aber ich will nicht in der Nähe sein, wenn er explodiert. So schlimm ist er nicht. Stimmt, wir sollten vorsichtig sein. Wir können ihn nicht abweisen. Das wird Blade nicht gefallen, aber... Morbius versucht sich zu bessern. Das will ich unterstützen. Ich habe zwar gesagt, er könnte nützlich sein, aber wir sollten lieber aufpassen. Ich bin überrascht, Blade. Du und Morbius seid euch gar nicht so unähnlich. Ich dachte, du kennst die Dunkelheit, mit der er ringt. Dachte, du könntest da mitfühlen. Ich kenne diese Dunkelheit. Genau deswegen bin ich besorgt.
Morbius kann das Monster in sich nicht töten. Er kann nur immer weiter einen Käfig darum bauen. Er wollte diesen Fluch nicht und wünscht ihn auch niemandem. Sicher, dass du noch von Morbius redest? Sei einfach vorsichtig, Hunter. Ja, was mir jetzt gerade eben wieder aufgefallen ist. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob man bei ihm die Zunge so sehen kann. Ich glaube nicht. Zumindest ist es mir... Ne, ist es mir eben nicht aufgefallen. Das Runaways-Shirt ist einfach wunderbar bei dieser Mission. Als wir am Anfang mit Blade und Morbius zusammen standen in der letzten Folge, da Morbius ist mir das schon aufgefallen. Für uns. Im Gegensatz zu den Vampiren. Er ist ein Vampir. Pseudo-Vampir. Ich habe gehört, dass du mit Morbius geredet hast, Hunter. Wenn es hilft, ich kenne einen Kräutertee, der besonders beruhigend wirkt. Für mich oder für ihn? Ich denke, das wird nicht nötig sein, Steven. Ich muss zugeben, Morbius ist eine Anomalie. Kein Mensch mehr, aber auch nicht wie die anderen Vampire. Es fällt ihm schwer, sich irgendwo heimisch zu fühlen. Er gehört hierher, wir schulden ihm nichts, diesen Kampf kenne ich. Die Midnight Suns boten schon immer eine Heimat für verlorene Außenseiter. Denkst du so auch von Tony? Du weißt, was ich meine. Kleiner Spaß unter Freunden. Das höre ich zwar gerne, aber Morbius ist ein besonderer Fall und erfordert besondere Achtsamkeit. Klingt, als würdest du dich um ihn sorgen. Ich erkenne einen Teil von mir in ihm wieder. Unsere Ambitionen sind sich nicht unähnlich. Wir waren beide von unserer Arbeit, von unseren Ambitionen besessen, was uns beiden zum Verhängnis wurde. Und doch seid ihr wie Tag und Nacht. Aber das Bedürfnis nach spiritueller Erholung betrifft uns beide. Sei nicht überrascht, wenn Morbius die Kontrolle verliert. Das ist seine Feuertaufe. Er muss sie überstehen, um inneren Frieden zu finden. Ich weiß nicht, was Hood Doc Strange meint mit... hoppala, die Kamera mal wieder. Damit das es ihm zum Verhängnis geworden ist, dass er eben in seinem Job aufgeht. Ging. Vampire mögen gegen Sonnenlicht immun sein. Ich lasse sie trotzdem brennen. Brutal. Ich sammle erstmal das hier ein. Liegt dir sonst noch etwas auf dem Herzen? Was ist ein Hemalisk? Ich meine, wir wissen, was es ist, ne? Eine Brutkapsel. Generell finde ich das ein bisschen merkwürdig. Ich meine, mir gefällt es besser, wenn Vampire eben sich dadurch fortpflanzen, dass sie eben Menschen übernehmen. Also Menschen beißen und die sich dann verwandeln. Was genau ist ein Hemalisk? Ein Eiersack. Aber statt putzigen Babyspinnen sind voll ausgewachsene Vampire des neuen Typs darin. Mit genug Zeit könnte ein einziger Hemalisk endlos viele Vampire produzieren, der Theorie nach. Wie funktioniert das? Es widerspricht der Biologie. Strange formulierte die Theorie, dass sie dunkle Magie sind und, ich zitiere, vielleicht vom Darkhold selbst abgeleitet. Behalte lieber für dich, dass ich Stephen Strange formidabel nachahmen kann. Mal sehen. Okay. Danke, Carol. Bis später. Theoretisch endlos nachproduzieren und so, das kam mir jetzt nicht so vor. Allerdings, vielleicht ist es einfach in der Kampfsituation, dass sie da besonders schnell nachproduzieren müssen und deswegen Schaden nehmen, ne? Bei den Kämpfen können sie ja definitiv nicht endlos produzieren. Habt ihr gesehen, wie Morbius rausgestürmt ist? Er sollte seinen Frust lieber nicht an Sparky auslassen. Das würde er bereuen. Ja. Okay, dann schauen wir noch. Haben wir auf Superlink irgendwas noch zu lesen? Sieht nichts aus. Dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Nächste Folge beginnen wir dann... Obwohl, nein, wir schlafen jetzt noch und dann beenden wir die Folge, ne? Ist doof, wenn wir die nächste Folge direkt mit dem Schlafen beginnen müssen. Und... Das war's. Gut, dann hoffe ich, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der wir ein bisschen lesen können, ne? Oh, Einladung zum Buchclub schon wieder und wir haben auch das passende Outfit. Gut, dann beenden wir jetzt hier die Folge, bis... Ich krieg meine Abmoderation nicht hin. Oh, da hinten können wir den Borderline-Anzug sehen. Das ist
Der ist schon irgendwie cool. Sollten wir den anziehen? Aber wir passen wirklich nur zu Nico damit, ne? Ich finde schade, dass... Ich meine, es wäre massiver Aufwand für jeden, die verschiedenen Anzüge zu machen. Aber schon ein paar wäre ganz gut. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter das Kommentare und adios.